Hallo, hier bin ich wieder, euer Corgi Kingstar mit Herz und Seele. Bereitet euch wieder euer Game Over vor. Heute im Video frischer Avocado Mango Salsa. Zutaten für den Salat habe ich frisch gekauft bei mir auf der Arbeit bei der Obst- und Gemüsenabteilung. Heute habe ich ein Mango-Avocado-Rezept von meiner Arbeit frisch gekauft von der Gemüse- und Obstabteilung. Legen wir einfach los. Ein paar Oregano habe ich auch noch. Bei jeder Vorbereitung, gerade bei den heißen Temperaturen, immer etwas trinken und Hände waschen nicht vergessen, ihr Lieben. Als erstes schneidet eure Avocados in Stücke. Wir Edeka-Hakt-Mitarbeiter, wir achten stets immer auf unsere Qualitäten. Ein Kundenzufriedenheit liegt uns am Herzen. Nehmt ihr eure Mangos von Edeka Haag. Schneidet eure Mangos in Stücke. Werden unsere Paprikas enthüllt. Dann werden sie gewaschen. Dann schneidet eure Paprikas in Stücke. Dann gebt ihr die ganzen Zutaten in eine Schüssel. Dann geben wir noch Salatkräuter dran. Dann gebt noch ein bisschen Apfelessig hinzu. Dann zerhackt noch eine rote Zwiebel. Dann gebt ihr die rote Zwiebel in die Schüssel. Dann werden die ganzen Zutaten miteinander vermischt. Dann lege ich für euch das Rezept auf den Tisch flach. Da habe ich für euch das Rezept frisch auf den Tisch flach gelegt. Frischer Avocado-Mango-Salsa. Schnell, einfach, frisch und lecker. Und Mahlzeit, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Dienstagabend. Euer Corkin Kingsnight und stolzer Edeka-Mitarbeiter. Wir freuen uns auch auf euren Besuch. Vielleicht trifft man sich ja mal dort. Jetzt abspeichern und auf jeden Fall nachmachen. Einfach frisch, schnell und lecker. Bei optimalen heißen Wetter ist das optimale, perfekte Essen.